ein Untersuchungsausschuss ist unvermeidbar. Ich könnte mir Schöneres vorstellen. Ich würde mich lieber um die Reform der Finanzaufsicht kümmern. Aber es ist eben so, wir sehen hier politische Verbindungen, die führen auch sehr klar zum Beispiel nach Bayern. Und es gibt hier die CSU, die immer wieder auftaucht. Herr Guttenberg, jetzt der frühere Geheimdienstkoordinator, der auch ein CSU-Parteibuch hat. Und wir wissen ja, dass in der CDU über einen möglichen CSU-Kanzlerkandidaten Söder nachgedacht wird. Insofern fände ich es schon wichtig, dass wir diese politischen Verbindungen aufklären. Und das können wir nur mit vollem Aktenzugang. Wir brauchen das aber auch, um besser zu verstehen, wie dieses Aufsichtsversagen stattfinden konnte. Es gibt zum Beispiel diesen KPMG-Report zu Wirecard. Da gibt es einen geheimen Anhang. Und zu dem bekommen wir sicherlich nur Zugang, wenn wir auch volle Akteneinsicht haben.